Ja, hallo Leute, hier ist der Sibi und ich begrüße euch zu einem neuen Projekt namens Fiesta Anne. Im Hintergrund seht ihr das Charakterauswahlmenü und in dem Projekt möchte ich gerne mit euch gemeinsam herausfinden, wie weit man in diesem Free-to-Play MMORPG ohne einen einzigen Euro Cent auszugeben kommt. Genau, ich habe mir einen Jäger erstellt namens Suchbolzen. Wir befinden uns auf dem Server Kasul. Der ist niegelnagelneu. Normalerweise würde ich jetzt eigentlich das Tutorial starten, weil man am Ende des Tutorials ein Set bekommt. Echt jetzt? Okay, sehr schön. Ich dachte, das ist ein Bug, weil damals war das nämlich so, wenn man das übersprungen hat, komm, dann kam man nicht mehr weg. Das war ganz, ganz eigenartig. Wir werden es erstmal überspringen. Grafik, dann machen wir Schatten mal ein bisschen an. Das war, glaube ich, Spiel, ne? Mal einen Moment, ich will mal kurz einen Großdarstellen. Genau, ich mag das überhaupt nicht. Interface erstmal an. LP auch, komm. Mach aber auch und bestätigen das Ganze. Nehmen wir nur auf Toneinstellung. Das passt auch soweit. So, also falls ihr auch auf dem Server seid und mich seht, könnt ihr mich gerne hinzufügen. Genau, für den Server Kasul ist es so, der ist niegelnagelneu. Relativ, schon ein paar Tage alt. Aber nichtsdestotrotz sind hier die OGs und sehr, sehr gute Spieler. So, ich habe genug gequasselt. Spiel, ich möchte gerne hier Spielehinweise und Anfänger-Tipps, weil wir sind ja Profis, ne? Von daher brauchen wir das nicht. So, als allererstes Webeschritte. Komm, Heilerin Remi. Und ich werde auch alles überspringen, was nicht notwendig ist. So, als erstes müssen wir zur Heilerin Julia gehen. Wir haben, wie gesagt, nichts hier, ist nur ein Geschenk für die Neueinsteiger. Könnte man eigentlich mal aktivieren. Krass. Der ist ja voll gut. What the fuck? Wusste ich gar nicht. Lol. So. Und normalerweise bei diesem Spiel ist es sehr schwer, ohne Geld voranzukommen. Aber deswegen ist es für mich viel, viel, viel interessanter. Ne, wir haben, wie gesagt, hier auch wirklich nichts. Ne, ich möchte hier auch nicht schummeln. Und ich hoffe mal, dass wir nur schöne Zeit haben hier in diesem Spiel. Und ich werde natürlich auch als Gegenspieler auch mal einen Charakter erstellen. Ich finde diesen Namen richtig cool und richtig passend. Hier haben wir schon den ersten krassen Spieler. Ich guck mal, was er so hat. Oh, lässt sich sehen. Ich mag das sehr, sehr gerne mal zu gucken, wie es bei ihm aussieht. Den anderen Spieler oder Spielerin. Und ja. So, Quest annehmen. Zack. Das ist natürlich nervig. Wir sind Level up. Sehr schön. Quest beginnen. Dass man wirklich gezielt draufklicken muss. Das ist sehr, sehr, sehr unnötig, meiner Meinung nach. Eine Lokomotive, sehr, sehr cute. Ja, der Name, der ist mir mal damals eingefallen und den fand ich so gut, dass ich glücklicherweise den benutzen konnte. Hier sind die krassen Spieler, Dead Fluff. Oh mein Gott. So. Ah, es leckt gerade. Oh, 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 oh. So, komm. Mach aber auch. Was müssen wir machen? Wir müssen Schleime eliminieren. Und können wir verfügbar Bürgermeister, komm, da gehen wir mal schnell hin und danach geht's dann los. Ich bin auch gespannt, weil ich habe mit einem guten Kumpel gesprochen, der spielt das Spiel auch und er meinte halt, die Spielanzahlen auf diesem Server ist wirklich hoch und das freut mich auch, weil das Spiel schon sehr, sehr alt, ich meine über 10 Jahre, wenn nicht sogar 11 Jahre mittlerweile und hier sieht man auch die ganzen Shops, das ist schon krass, ne? Das ist wirklich krass. Und Tokens ist halt so eine Sache. Es ist ein unfassbarer Unterschied. Next Gen. Krass, einmal nur krass. So, ist egal. So, wir gucken mal. Wir müssen natürlich wirklich alles explizit angucken. Anklicken. Ich gucke das Ganze mal ein bisschen leise machen. Die erste Aufnahme wird ein bisschen kürzer werden. Leider, leider, leider. Und ganz wichtig, Akademie. Einschreiben. Relentless Horizon. Kombinier mal Relentless. Kalleke, ne? Exclusive. Es gibt halt wirklich, wie gesagt, komm. Exclusive. So, und das Wichtige ist halt eine Zelle Belohnung. 10 Gold. 10 Silber. 10 Gold, das wäre natürlich Mashallah. Ja, ist nämlich ganz, ganz wichtig, sich in eine Akademie einzuschreiben, weil man dementsprechend auch eine finanzielle Belohnung bekommt. Das hatte ich nämlich gerade erwähnt. Genau. Ja, also falls ihr neu seid, bei Fiesta Anne, das Spiel, wie gesagt, ist halt wirklich sehr gezielt auf Geld. Ne? Das ist leider so. Deswegen versuchen wir unser Glück mal. Wie weit wir kommen. Ich bin echt gespannt. Erstes große Ziel ist Level 60, denn man sollte kein Problem darstellen. Viel schwieriger finde ich halt, weil wir ja komplett neu auf diesem Server anfangen. Also ich bin ja eigentlich ein alter Fiesta-Hase, muss ich jetzt dazu gestehen. Und es ist halt wirklich schwierig, ohne irgendwie anderen Charakteren, die jetzt schon Ingame-Währung haben, was zu kaufen.
Ne? Sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Eigentlich so gut wie unmöglich. Aber kann ich nicht annehmen. Oh, da müssen wir erstmal zurück. Na komm, hier schnell. Wir nehmen auch alles mit, weil wir jeden Penny brauchen. Und ja, genau. Also was sagen würde, SC ist Level 60. Das sollte kein Problem darstellen. Aufnehmen tue ich auch. Wunderbar. Guck mal, wir haben sogar einen Ring. Den können wir eigentlich mal nutzen, wenn wir soweit sind. Das möchte ich eigentlich eher später aufheben, weil das ist halt echt krass. Echt wirklich, wirklich krass. Vielleicht, wenn wir Probleme haben. Ne? Es gibt auch einige Titel, die ändern mit. Die bieten einen, so gesehen, einen Bonus, was auch sehr wichtig ist. Und wir haben ein paar Stiefels bekommen, das ist sehr schön. Wir werden auch später auf Volllaufen von ganzen Rollen, Portrollen und so, aber das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Bei dem Server, was ich auch ziemlich cool fand, war das nämlich so, wenn du der Erste, der Level 60, der Level 100 und so weiter erreicht, dann bekommst du eine Belohnung. Aber viel ist dann halt so, ich bin halt sehr, sehr viele dieses Spiel. Und dementsprechend gibt es also wirklich krasse Spieler. Ich bin halt dementsprechend echt ein Witz. Ne? Kichi und Reittiere und so, das ist halt eigentlich wirklich, wirklich wichtig, wenn man so welche hatte. Und wir haben eine Karte gefunden, sehr schön. Vielleicht ja sogar eine C-Karte, die ist sehr wichtig. Eine A-Karte ist okay. Möchte eigentlich... Ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich. Ja. Normalerweise könnten wir eigentlich uns teleportieren, aber ganz ehrlich, ist egal. Und was ich sagen will, also ich tue mir auch schwer, weil ich das Spiel sehr, 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 sehr lange spiele, schon. Und auch sehr lieb geschätzt habe, genau, fällt es mir sehr schwer, diese Entwickler nicht zu unterstützen. Man kann davon meinen, was man will, aber für mich ist es halt ein sehr schönes Spiel. Mir macht das verdammt viel Spaß und dementsprechend, ja, ist das Experiment, ach komm, wir können das jetzt doch mal sehr schön schwierig, interessant und ja, und vor allem mit nichts anzufangen, ist natürlich noch viel Nerven aufreiben. Wir überspringen alles. So, haben wir jetzt, was müssen wir eigentlich machen? So, lass uns eine Fähigkeit nutzen. Ungezogene Monster. So, ich möchte eigentlich gerne, ich könnte mich da gerne eines Besseren belehren, möchte eigentlich gerne Guess skillen und Stärke. Und vielleicht auch ein bisschen Con, weil Con ist halt so dafür gedacht, ab 5 Stufen kriegt man einen Crit dazu. Und holy moly, oh Mann ey. Und dementsprechend, das ist eigentlich sehr, sehr gut. Normalerweise hätten wir uns eigentlich auch Lebensdrang der Hand, sehr schön. Wäre es eigentlich besser, wenn man sich schon mal alles vorweg kauft. Aber 219 Kupfer ist wirklich nicht viel in dem Spiel. Werden wir auch noch später erfahren. Gemeinsam Builds brauchen wir auch. Und wir gehen jetzt wirklich auch erstmal aus dem Anfangsgebiet weg. Helgas Marionette wurde in die... Das ist so krass, ne, dass einige schon Helga HC machen, also Hardcore. Ne? Einige Begriffe kläre ich eigentlich nur für die Neuankömmlinge, die das Spiel noch gar nicht gespielt haben, gibt da wirklich vielleicht einige, die Glückwunsch, Pummelfee, das Spiel zum allerersten Mal kennen, ne? Rausgefunden haben, dass es ein tolles Spiel ist und sich in das Spiel hinein versetzen möchten, genau. So, nimm wirklich alles mit, das brauchen wir wirklich. Normalerweise könnten wir auch immer wirklich, ey, wenn du jetzt, echt krass, wie viel hier so, keine Low, wir sind ja auch nur keine Low, von daher, ne, echt krass. Und die eine, die dieses Reittier hat, ist natürlich mega im Vorteil, weil die halt wirklich, wirklich viel, wirklich krass, also deutlich schneller unterwegs ist als wir. Wir laufen hier halt einfach nur rum, aber wir können auch einen Heldenschleim machen. Das Problem ist, der wird hier schon ordentlich Damage machen. Ich glaube, ich hätte ihn gar nicht machen dürfen. Ah, wir haben auch keine Fähigkeiten, das ist echt dumm. Ich möchte es trotzdem mal. Achso. Na, ja, wir haben noch ein paar Tränke, von daher alles gut. Da haben wir den ersten Heldenschleim erledigt, zack. Und kriegen wirklich ordentlich Erfahrungspunkte. Es ist nicht, wir brauchen ja nur 100. Und von daher ist das wirklich viel. Später, Achso. Ich habe mich schon gefragt, was ist denn das für eine Farbe? Die haben sie wohl anscheinend geändert. Was sehr gut ist, immer schön anpassen. Das ist sehr schön. Ah, damals war das so, da haben sie sogar die Mobs angegriffen. Also Mob-Klau betrieben. Sehr, sehr gemein. Ja, ich bin auch gespannt, wie lange ich das hier betreiben werde, weil, ne, vielleicht kennt der eine oder andere mich ja auf meinem Hauptaccount, der Zibi. Und zwar habe ich ja, mein Problem ist halt einfach, dass ich einen Magier zurzeit habe, den ich versuche zu leveln. Das Problem an der ganzen Sache ist einfach, mir dauert das persönlich zu lange, weil es WDHs gibt, also wiederholbare Quests, eine Sache, man hat immer was zu tun, immer dasselbe, und das ist schon ein Negativpunkt und man levelt. Und das war. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. So krass, dass einige schon Cover und so haben, das ist echt verrückt, verrückt, verrückt. So, wie ist denn das eigentlich mit dem Buff? Wir haben ja Anfängerglück. Das beschert uns ja 5% mehr Erfahrung, was sehr, sehr gut ist am Anfang. Wir hatten am Anfang 3 Minuten. Mittlerweile haben wir jetzt 70 Minuten. Wir warten noch darauf mit den Steinchen kaufen. Geben erstmal alles ab.
Dann sehen wir weiter. So, das haben wir auch. Festbänden, sehr schön. Und dann kaufen wir uns die ersten Fähigkeiten. Bei den Fähigkeiten bin ich immer noch unschlüssig, weil ab Level 51 gibt es die